Bettina Alms, du bist Musikerin, du bist Musiklehrerin, du bist Ehefrau, Mutter, Oma, das alles auf einmal. Ja. Hut ab. Schön, dass du noch Zeit gefunden hast, zu mir zu kommen auf die Musik-Couch. Ja, gerne. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir wollen ein bisschen miteinander reden. Wir reden über deine neue Produktion, natürlich himmlische Flötenklänge. Wir sprechen aber auch über deinen Glauben und wir sprechen über Fahrradhelme. Das habe ich mir so vorgenommen und dankenswerterweise hast du deinen mitgebracht. Ja. Ja, oder? Ja, habe ich. Willst du ihn sehen? Ja, lass doch mal sehen. Nein, wir reden jetzt nicht über Qualität oder Firma des Helmes, sondern wir reden über was ganz anderes. Ne? Ja, ja. Ja gut, der Helm, der steht halt für meine Freizeit. Also das heißt, wenn ich am Wochenende konzertmäßig nicht unterwegs bin, dann mache ich am liebsten mit meinem Mann Sport. Das heißt, im Sommer, wenn das Wetter schön ist, dann radeln wir und ich habe so für mich oder wir haben das Mountainbiken entdeckt. Das heißt, Gregor fuhr vorher schon und wir machen zum Beispiel auch mal so eine Alpenüberquerung, 500 Kilometer rauf und runter. Also wirklich Sport. Und, ja, aber macht total Laune, macht total Spaß und entspannt total. Ist richtig, richtig schön. Ja. Genau. Was entspannt dich da genau? Auch so das Fahren durch die Landschaft, ist das irgendwie? Ja, zum einen schon auch dieses sich anstrengen und schwitzen ordentlich und dann durch die schönen Landschaften, durch den Wald zu fahren, Reschenpass, Fernpass und Gardasee runter oder mal durch ein Städtchen zu fahren, schönen Kaffee zu trinken, den Menschen zuzugucken, so andere Kulturen zu sehen, Landstriche und das ist einfach sehr, sehr schön und du hast den weiten Blick immer und das tut der Seele unheimlich gut. Mhm. Kannst dich schön unterhalten, kannst quatschen, kannst auch einfach nur still sein. Ist richtig toll, ja. Gut, also du bist Fahrradfahrerin, das habe ich jetzt schon mal rausgekriegt, aber was ich ja schon längst wusste, ist, dass du Musikerin bist. Yes. Du spielst aber nicht nur ein Instrument, du spielst ja eigentlich drei Instrumente. Welche drei sind denn das? Blockflöte, Geige und Klavier. Und ich singe noch, also eigentlich vier. Stimme ist ja auch ein Instrument, genau. Ja, genau. Welches ist dir denn das Liebste? Ja, eigentlich schon die Flöte. Also mit der habe ich ja auch angefangen als Kind und habe die dann immer weitergemacht, habe dann irgendwann halt Geige dazu genommen und als ich wusste, ich will Musik studieren, musste ich noch Klavierunterricht dazu nehmen, weil ich ja meine Schüler auch letztendlich mal begleiten können muss auf dem Klavier. Und das Singen habe ich so oder so schon immer sehr gerne gemacht. Deswegen diese Vielfalt. War das denn schwer oder anstrengend? Oder, sag ich mal, hat dir Gott da auch schon eine Portion mitgegeben, dass du nicht ganz unten anfangen musstest? Ja, also ich habe, glaube ich, schon einiges auch an Talent mitbekommen. Also ich weiß, dass andere Studenten 3, 4, 5 Stunden am Tag geübt haben. Und bei mir reichten also 1, 2 Stunden. Und das war aber auch gut so, weil ich halt auch gerne nicht eben nur einen ganzen Tag Musik machen mochte und möchte, sondern das, ja, das Leben besteht aus noch viel, viel mehr, vor allen Dingen aus menschlichen Beziehungen, aus Familie und das ist viel wichtiger. Mhm. Familie ist dir wichtig, deswegen hast du auch dieses Bild mitgebracht, nicht wahr? Da ist deine Familie drauf. Ja, ja, ich habe jetzt eine ganz große Familie. Ich bin ja mit Gregor jetzt seit dieses Jahr 10 Jahren verheiratet und durch diese Patchwork-Familie habe ich also insgesamt jetzt 5 Kinder. 3 Stiefkinder und meine 2 eigenen Kinder und schon 3 Enkel und das ist total schön. Man braucht natürlich auch viel Zeit für die Familie, ist sehr wichtig, aber wunderschön und ja, von daher gesehen ist Familie schon ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens. Also ich habe ja flötenmäßig ganz unten angefangen, habe da, glaube ich, nicht so viel mitbekommen. Ich habe nämlich als Kind habe ich auch Blockflöte gespielt. Blockflöte. Ja, Blockflöte. Wunderbar, Tobias. Ja, und pass auf, du hast deinen Koffer dabei, ich habe auch was mitgebracht. Du machst mal den Koffer aus und ich nehme mal meinen Mitbringsel. Gut. Dann schauen wir mal. Also das ist mein Werkzeugkoffer. Toll. Das sieht nach was aus. Und was hast du zu bieten? Das weniger, ne? Okay. Das sieht aber auch schön aus. Das ist meine erste Flöte gewesen. Echt? Ja. Darf ich mal? Ja, gerne. Ganz vorsichtig. Ja, natürlich. Ist wichtig. Ja, die sieht doch toll aus. Sehr schön gearbeitet in einem Stück. Unempfindlich, denke ich mal, als Kunststoff. Man sieht noch ein paar Zahnabdrücke da. Sehr schön. Ja. Mhm. Toll. Ja, so haben alle mal angefangen. Ja, genau. Und jetzt möchte ich gerne weitermachen. Ja, schön. Mit dir zusammen. Du bist ja Musiklehrerin. Ja. Dann bring mir mal was bei. Ja, gut. Also schön locker sitzen, das ist ganz wichtig. Locker. Gute Haltung. So. Muss immer locker sein. Genau. Flöte in die Hand nehmen, rechte Hand unten, linke oben. Sehr schön. Ich kann mich erinnern, dass da so ungefähr. Sieht sehr gut aus, genau. Ja. Du kannst ja mal einen Ton blasen. Genau, vielleicht einen leichten Ton, nur den Daumen hinten schließen und den ersten Finger zum Beispiel. Das ist so ein ganz leichtgängig. Ja, wunderbar. Okay. Der geht nämlich ganz leicht. Wow. Das platt, klang doch schon? Ja, klang schon sehr schön. Genau. Und damit der Ton so einen richtig schönen Anfang bekommt, der Flötenton, könntest du im Mund mit der Zunge ein Dü formen. Okay, Dü. Mhm. Genau.
bisschen zaghaft für so einen großen, stattlichen Mann. Aber schon nicht schlecht, genau. Vielleicht ein bisschen mutiger. Noch mutiger. Ja, sehr schön. Tobias, ja, also Naturbegabung, super. Naturtalent, das höre ich schon. Danke. Also Dienstagmittags habe ich noch Zeit für einen Unterricht, ja, okay, wenn du kommen möchtest. Guck mal, ob ich das bei mir reinkriege. Alles klar. Dankeschön. Super, ja, klasse. Toll. Gut, aber kommen wir jetzt mal zu dir, nicht zu meinen Künsten. Ja. Also da, was ist denn das eigentlich? Das ist ja nicht nur eine Blockflöte. Ja, das ist hier so ein ganzes Quartett und darüber hinaus. Das ist hier die Sopranblockflöte, so wie deine, mit der viele Kinder in der Schule anfangen. Und dann werden sie halt immer größer, immer länger und dicker und dadurch auch dunkler und tiefer im Ton. Ja? Und dann hast du ganz zum Schluss eben hier die Bassblockflöte, wo dann auch eben die Klappen dran sind, auch schon bei der Tenorflöte, damit man unten auch wirklich greifen kann und rankommt. Und dann gibt es hier halt auch noch sowas, ganz versteckt, ganz fein und klein. Das Garkleinflötlein, ein Renaissance-Instrument, was ich dann auch gerne in den Konzerten noch so zeige. Ja. Genau. Ja. So, und was du auf diesen Flöten alles so zaubern kannst, das kann ich hier hören auf dieser CD. Ja. Himmlische Flötenklänge. Aber nicht nur auf der CD, du gibst ja auch Konzerte. Ja. Da machst du Musik, da erzählst du aber auch ein bisschen von dir. Was genau erzählst du da? Ja, das ist mir schon auch wichtig in den Konzerten, dass ich nicht nur Musik mache, nur in Anführungszeichen Flöte, Geige und Gesang, sondern ich erzähle auch dem Publikum ein bisschen was aus meinem Leben. Also natürlich um das Thema Musik, wie kam ich zur Flöte und zu den anderen Instrumenten. Was mache ich in meiner Freizeit? Das interessiert auch eben sehr viele. Mhm. Und ich erzähle eben gerne auch aus meinem Leben mit Gott. Welche Rolle Gott bei mir spielt in meinem Alltag, wie er meine Beziehungen bestimmt, mein Denken bestimmt, etc. Das kann man auch ganz gut erkennen hier in der CD. Das sind ja Lieder aus Gemeinde und Kirche. Mhm. Ganz unterschiedliche, also auch unterschiedlich alt. Da ist Mittelpunkt drauf, da ist Lege deine Sorgen nieder drauf, aber auch Meine Zeit steht in deinen Händen. Mhm. Wonach hast du die Lieder ausgesucht hier auf dieser CD? Mhm. Also es sind erstmal alles Lieder, die mir persönlich natürlich sehr gut gefallen, die mich irgendwo berühren. Und so gerade auch die neueren Lobpreislieder, die sind schon sehr, für mich teilweise sehr tiefgehend. Und ich erlebe das eben selber im Lobpreis, wenn ich mitsinge oder auch selber spiele, dass mich Gott im Herzen schon berührt. Und wenn das so ist, dann kullern bei mir immer ein paar Tränchen. kenne ich auch von anderen. Und das tut mir selber erstmal sehr gut, meiner Seele sehr gut. Und ich werde so in Gottes Gegenwart geführt. Und so habe ich die Lieder auch ausgesucht, dass das Lieder sind, die mir gut tun, die ich sehr schön finde, musikalisch, als auch textlich. Und dann aber eben nicht nur moderne Lieder, sondern auch etwas ältere Lieder, weil mein Zielpublikum in den Konzerten, bei den Auftritten, das ist schon auch gemischt. Also es sind 20-Jährige dabei, auch Kinder dabei, die ganz begeistert sind, aber eben auch 70-, 80-Jährige, für die dann wieder so ein Lied wie Meine Zeit steht in deinen Händen einfach sehr, sehr schön ist. Mhm. Wir hören jetzt gleich ein Lied von der CD, Für den König, für den Herrn von Albert Frey. Weswegen das Lied? Was ist es da gewesen, was dich angesprochen hat? Eigentlich beides. Der Text als auch die Musik, die Harmonie und die Melodie. Also Für den König ist ja eben wirklich Gott, der Herr als König. Also viele erleben Gott ja als den Vater, als den liebenden Vater. Also das war bei mir auch sehr stark in einer Zeit, wo es mir sehr schlecht ging. Also es war ein Zeitraum über mehrere Jahre, wo ich sehr stark den liebenden Vater brauchte, der mich getröstet hat, der mir gesagt hat, komm Bettina, geh weiter, es wird irgendwann besser. Und so ist es auch, jetzt bin ich ganz, ganz glücklich. Es ist eben auf der anderen Seite aber auch der König, der Herr, der Herrscher. Und wenn wir zum Beispiel mit dem Fahrrad durch die Berge fahren oder auf die 3000er klettern und dann diese gewaltigen Berge sehen, die Natur, dann erlebe ich Gott als Schöpfer, als Herrn der Herren und der Gewalt hat über Leben und Tod. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass der König mich kleine Bettina sieht. Und dass er mich so annimmt, wie ich bin. Und dass ich einmal eben in diesem Königreich sein werde. Mhm. Und in dem Lied geht es ja auch weiter, dass ihm die Ehre zu geben mein Ziel ist. Und das ist auch in meinem Leben so.
ein tolles Lied. Hat der Albert Frey gut gemacht. Bettina, danke, dass du hier warst bei der Musik-Couch. Gerne, ich freue mich jetzt gleich auf das Lied. Vorher wünsche ich dir aber alles Gute, Gottes Segen Dankeschön. Für dich, für deine ganze Familie. Dankeschön. Und dass du einfach noch ganz, auch, Dankeschön, ganz viele Menschen erreichst, auch über deine Konzerte. Ja, dass das, was du glaubst und das, was du lebst, auch anderen Menschen hilft. Genau. Danke dir. Danke dir auch.